Ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast da, Yasin. Hi. Ja, schön, dass du da bist, Yasin. Danke, dass ich hier sein darf. Ich bin auch sehr dankbar, dass du da bist. Yasin hat eine ganz, ganz besondere Geschichte, über die wir jetzt reden werden. Es geht ums Thema Krebs. Und vielleicht kurz bevor wir über dich reden und deine Geschichte. Krebs ist ja ein sehr, sehr sensibles Thema. Also ich merke das bei meinen Followern, gerade wenn es jetzt um den Vortrag geht, dass da, glaube ich, ganz, ganz viel Ohnmacht herrscht in dem Bereich. Das Gefühl habe, wenn es darum geht, um Krebsheilung, ganzheitliche Krebsheilung, fühlen sich ganz viele Menschen recht getriggert. Ich glaube, ganz, ganz viel Ohnmacht herrscht da, weil es so viele Menschen gibt, die an Krebs sterben tagtäglich. Ich weiß gar nicht, ist die vierte, also ist ganz oben bei den Todesursachen mit dabei. Und was denkst du, was ist der Grund dafür, dass es Menschen triggert, über Heilung zu sprechen? Ja, ich gehe davon aus, dass die Angst da ist, weil man keine Kontrolle hat. Die meisten gehen ja davon aus, dass das eine Erkrankung ist, bei der man keine Kontrolle hat und wo der Körper total aus dem Ruder läuft und nichts mehr richtig funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und ich denke, das ist ein sehr ausschlaggebender Punkt, warum die Leute so eine große panische Angst haben und auch ungern über dieses Thema sprechen. Ja, und wahrscheinlich auch, weil die Heilungschance bei Krebs, bei einer Chemo auch recht niedrig ist. Also ich glaube, das macht ja dann auch Angst, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht und ob man wieder gesund wird. Ja, also du selbst, du hast auch schon davon betroffen. Du hattest zweimal Krebs bisher. Wann hast du deine erste Diagnose bekommen? Meine erste Diagnose habe ich mit 17 bekommen, Knochenkrebs. Damals war es ein Tumor, faustgroß, im LWS-Bereich, im Rücken, an der Wirbelsäule. Und man hat es ziemlich spät erst bei mir herausgefunden. Ich bin also monatelang bin ich gehumpelt mit Schmerzen. Ich hatte so starke Schmerzen, dass ich damals auch Ibu 800 schon genommen habe. Und ich konnte kaum schlafen, kaum liegen, kaum gehen und bin dann zu meinem Hausarzt gegangen und der hat mich dann am Anfang hieß es Übergewicht, ich war damals ein bisschen pummelig mit 17 und der hat mir gesagt, Übergewicht, müssen wir schauen, dass du ein bisschen mehr Sport machst, habe ich gemacht, aber dieser Schmerz ging nicht weg und der ist dann irgendwann fortlaufend gewesen, also dauerhaft. Dann hat er mich irgendwann eingerenkt, dann hat er irgendwann gesagt, Bandscheibenvorfallverdacht und das ging aber alles nicht weg und das hat sich über Monate lang hinweggezogen. Bis ich dann gesagt habe, das kann nicht sein, da muss irgendwas sein, ich möchte gerne, dass wir es genauer untersuchen. Und dann bin ich zum MRT und CT und da kam halt dann die Nachricht, oh, es ist kein Bandscheibenvorfall. Es ist aber irgendwas anderes und da müssen wir noch genauer untersuchen. Zunächst war ich in dem Moment natürlich gut drauf, aber wusste nicht, was in der Diagnose dann kommt. Und dann kam mit dem Ergebnis des MRTs, kam dann die Diagnose Knochentumor. Ja, und dann hatte ich nach der ersten Diagnose, habe ich dann eine Operation und darauf direkt auch eine Bestrahlungstherapie bekommen und eine natürliche und unnatürliche Immuntherapie. Was ist der Unterschied zwischen natürlich und unnatürlicher Immuntherapie? Ja, so die unnatürliche Therapie, das war halt quasi so eine Infusion, die ich bekommen habe, alle paar Wochen. Und diese Infusion, musst du dir vorstellen, das war eine Infusion, die dafür gesorgt hat, weil bei mir war das die Diagnose Langerhanszytose X. Bei mir war das also so, dass die Zellen am Knochen, die Abbauzellen und die Aufbauzellen nicht richtig funktioniert haben. Mhm. Das heißt, bei mir war der normale, natürliche Knochenabbauprozess nicht vorhanden. Das heißt, der Knochen hat angefangen, sich selbst aufzufressen. Und da habe ich eine Infusion bekommen, alle paar Wochen, das quasi die unterstützen sollte. So hatte man es mir damals gesagt, natürlich und unnatürlich. Was dabei helfen sollte, dass mein Körper wieder natürlich anfängt, diesen Prozess herzustellen. Im Nachhinein wusste ich natürlich und weiß ich jetzt, dass das alles Chemikalien, nur Chemikalien. Aber so habe ich das damals mitbekommen. Und dann hatte ich auch fast 2 Jahre lang Ruhe. Also mir ging es auch sehr gut wieder. Ich habe wieder richtig neu gestartet. Ich habe auch eine Operation gehabt, wo ich das Laufen neu lernen sollte. Und es hat auch sehr gut funktioniert. Ich war auch sehr motiviert und habe das auch sehr gut durchgezogen. Hast du dann, wie ging es dir, als du diese erste Diagnose bekommen hast, dass es Knochenkrebs ist? Was hast du in dem Moment gedacht, als dir das gesagt wurde? Es war nicht sofort einfach. Also bei der ersten Erkrankung vor allem war es nicht sehr stark realisierbar für mich. Das heißt, ich habe es einfach damals akzeptiert. Es war für mich auch gar nicht was ganz Wildes, sondern es war damals auch sehr harmlos. Weil man hat mir gesagt, okay, das ist eine Krebsform, aber bei der
der ersten Diagnose eine milde Krebsform. Und da hat man mir gesagt, das werden sie auf jeden Fall schaffen. Wir machen die Operation und die Bestrahlungstherapie und die Immuntherapie. Und da hat man mir quasi sehr große Hoffnung auch gegeben. Das heißt, ich war schon schockiert und traurig, aber mit sehr, sehr großer Zuversicht, dass das funktioniert. Okay. Und man hat mir halt gesagt, man kann aber nicht garantieren, ob es wiederkommt oder nicht. Das weiß man bei dieser Erkrankung nicht. Und deswegen war es für mich bei der ersten Erkrankung ziemlich leicht, damit umzugehen. Ja. Und hast du nach der ersten Diagnose, nach dem ersten Erfolg sozusagen, da war ja erstmal weg, irgendwas umgestellt in deinem Leben? Nein. Oder wusstest du noch gar nichts vom ganzheitlichen Maßnahmen? Überhaupt nicht. Also ich habe genauso weitergelebt. Also von Energy Drinks, Zigaretten geraucht, ich habe Eiweißshakes und Kreatin zu mir genommen. Also ich habe sehr vieles nicht so gemacht, wie es in bewusster Form wichtig wäre. Okay. Und eben dann hast du, was du sagst, so 2 Jahre hattest du Ruhe, ging es dir gut und dann kam der Krebs wieder. Richtig. Du warst so 19. Genau. So, als ich 19 war, habe ich dieselben Schmerzen nochmal gehabt im Oberschenkel. Mhm. 2 im Oberschenkel, kam dann bei der Diagnose raus, aber bevor ich zum MRT bin, habe ich halt die Schmerzen, die kannte ich. Mhm. Und deswegen habe ich dementsprechend viel schneller reagiert und bin halt direkt zum Krankenhaus, da wo die mich auch schon kannten. Und habe Untersuchungen durchgeführt und ich bin auch sehr schnell drangekommen, weil ich halt damals Patient war und halt mir damals schon gesagt wurde, es kann sein, dass es wiederkommt. Und da hat sich dann herausgestellt, ich habe dann MRTs, CTs und PET-CTs, das heißt Ganzkörperuntersuchung gehabt. Und da hat sich dann herausgestellt, dass ich dieselbe Tumorerkrankung wieder hatte, nur da war es halt dann wirklich Krebs, das heißt sehr gestreut. In dem Sinne von 2 Tumore im Oberschenkel, an der Leiste und 2 im Kopf, alles am Knochen. Mhm. Und das war dann natürlich eine ganz andere Pille, die ich da schlucken sollte. Also das war echt heftig. Das war auch nicht einfach. Wie hast du es beim zweiten Mal jetzt angefühlt, als du es das zweite Mal bekommen hast? Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man das zweite Mal die Diagnose bekommt, ich glaube, du hattest wahrscheinlich auch schon eine Vorahnung durch die Schmerzen. Ich kannte die Schmerzen. Ja, und dann erfährst du auch, es hat gestreut. Also ich glaube dann, das ist schon so... Es muss ein schlimmes Gefühl sein, oder? Ja, also ich wünsche niemandem so ein Gefühl. Das war wirklich, es war wie so ein riesen Stoppschild, wo ich einfach jetzt nicht wusste, okay, was passiert da eigentlich gerade? Und warum? Was ist hier eigentlich los? Und wie mache ich jetzt weiter? Ich habe am selben Tag dann auch ein Gespräch gehabt, als ich die Diagnose bekommen habe. Da gab es eine Konferenz bei den Oberärzten und es bestand auch sehr große Frakturgefahr am Oberschenkel. Das heißt, sie wollten mich direkt am selben Tag auch im Krankenhaus behalten. Und ich habe aber gesagt, nein, ich möchte erstmal nach Hause. Okay. Und wurde liebevoll, sage ich mal, also jetzt nicht bösartig, aber schon ein bisschen unter Druck gesetzt. Und dass ich mich dann auch entschieden habe, okay, 2 Tage später mache ich dann die Operation. Das ist so eine zweite OP sozusagen. Richtig, bei der zweiten Erkrankung dann noch eine Operation wieder am Oberschenkel. Mhm. Und da sollte dann auch entschieden werden zwischen, ich hatte 2 Tage Zeit auch, um zu entscheiden, ob ich eine kleine Operation mache, einfach um wieder zu befreien, also den Nerv wieder zu befreien. Und gleichzeitig auch zu entscheiden, ob ich nur die kleine OP mache und dann schnell genese nach der Operation und dann direkt mit der Chemo starten kann. Mhm. Oder ob ich eine große Operation daraus mache, damit sie mir eine Schiene implantieren, damit keine Frakturgefahr mehr besteht. Ich habe mich also in 2 Tagen auch so entscheiden müssen, was natürlich auch keine einfache Entscheidung war, aber ich bin vom Herzen dankbar, dass ich mich entschieden habe, nicht die große Operation zu machen. Weil dann wäre ich abhängig gewesen, dass ich alle 5 Jahre wieder eine Operation gehabt hätte. Mhm. Also habe ich beschlossen, operieren zu lassen und dann schnell zu genesen, um direkt mit der Chemo zu starten. Also ich wurde auch sehr deutlich wurde darauf hingewiesen, dass ich so schnell wie es geht handeln soll und starten soll und das gar nicht verschieben soll. Deswegen habe ich das auch mitgemacht und habe direkt gestartet. Und erstmal, wie ging es dir bei deiner ersten Diagnose, wo du 17 warst, hast du ja auch Chemotherapie bekommen, oder? Bestrahlungstherapie. Da hast du Bestrahlungstherapie bekommen. Genau. Okay. Und wie ging es dir dann bei der zweiten Diagnose, wie ging es dir mit der Chemotherapie? Wie hat dein Körper, wie ist der damit umgegangen? Ja, also am Anfang hieß es, ich sollte 6 Zyklen bekommen. Und bei den 6 Zyklen hieß es, dass ein Zyklus 6 Tage, 24 Stunden am Stück geht.
Also durchgängig. Richtig. Und dann zwischen jedem Zyklus 2 bis 3 Wochen Ruhephase zu Hause, je nachdem, wie es mir geht. Und beim ersten Zyklus habe ich kaum etwas gemerkt. Habe ich ein bisschen Verstopfung gehabt. Meine Magenschleimhäute waren entzündet und gereizt wegen der Chemotherapie. Aber mir ging es körperlich sehr gut und ich war auch emotional sehr fit. Weil ich auch da mich zusammengerafft habe und wusste, ich habe eh keine andere Wahl, ich muss da jetzt durch. Und ich vertraue den Ärzten, wenn die sagen, Chemotherapie ist gut und hilft mir, dann mache ich das auch. Mhm. Und nach dem zweiten Zyklus, sage ich mal, sind die Magenschmerzen, da hat es mal geswitcht zwischen extrem Verstopfung oder extrem Durchfall. Mhm. Aber es ging auch noch. Und ab dem dritten Zyklus habe ich dann gemerkt, dass ich angefangen habe zu würgen, dass ich Haare angefangen habe zu verlieren, noch nicht viel. Aber mir ging es auch körperlich schon schlecht und ich habe angefangen, wie so eine Chemiekeule zu riechen. Mhm. Aber körperlich ging es auf jeden Fall noch. Aber es war schon ein sehr, sehr ekelhaftes Gefühl, auch ein sehr unwohles Gefühl. Ich habe mich nicht mehr wohl gefühlt in meinem eigenen Körper. Mhm. Und ab dem vierten Zyklus, da war mein Immunsystem auch schon bei fast null. Also ich musste damals, das war 2015 noch, mit Maske rumlaufen. Weil wenn mich da irgendjemand angehustet hätte, völlig egal, einfachste Erkältung, wo der Mensch selber nichts merkt, ich wäre tot gewesen. So tief war mein Immunsystem, also gleich null. Und ab dem vierten Zyklus halt, oder während des vierten Zyklus, habe ich dann auch angefangen, wirklich regelmäßig zu würgen. Ich konnte kaum noch was essen. Ich habe wirklich sehr, sehr starke, schon starke Schmerzen am Magen gehabt. Und habe wirklich keinen, ich habe das Gefühl bekommen, ich verliere langsam die Kontrolle über meinen Körper. Mhm. Und im fünften Zyklus war es dann sehr heftig. Im fünften Zyklus habe ich Durchfall gehabt, ohne Kontrolle. Das heißt, ich war in einem Besucherzentrumraum, wo meine Familie mich besucht hat, meine Geschwister. Wir haben ein Brettspiel gespielt und da waren auch andere Familien, die auch ihre Familie besucht haben, die da begleitet haben. Und du musst dir vorstellen, ich habe am Tisch gesessen, so wie jetzt hier am Tisch spielen, spielen etwas. Mhm. Und dann kommt einfach so innerhalb von einer Sekunde Durchfall. Also wirklich wie Wasser. Mhm. Und so, dass du noch nicht einmal aufstehen kannst. Mhm. Und das ist natürlich sehr unangenehm. Gar keine Kontrolle mehr über meinen Körper gehabt. Ich habe an einigen Tagen, also am fünften Zyklus, vierten Tag, habe ich gezählt. Ich habe bei 70 aufgehört. Ich habe 70 Mal, über 70 Mal, bei 70 hatte ich kein Interesse mehr zu zählen. Über 70 Mal gewürgt, darunter 10, 13, 14 Mal auch gebrochen. Das war dann halt auch kein Essen, sondern wirklich einfach, ich weiß nicht so, wie man sich das halt vorstellt. Erbrochen ist aber ohne Essensreste. Genau. Und die Umstände waren auch sehr schlecht. Das heißt, ich bin nachts aufgewacht, weil neben mir jemand gekotzt hat, Blut gekotzt hat. Ich habe mich wirklich unwohl gefühlt bis zum Gehtnichtmehr. Ich konnte mir so einfach so ein Bündel Haare abziehen. Ich hatte nicht komplett Glatze, aber die waren schon sehr lückenvoll. Also du hast wirklich gesehen, da waren richtig viele Lücken. Ich habe sehr, sehr dünne Haare gehabt und sogar am Bart. Also ich habe überall Haare verloren, aber meist am Kopf. Und ich war an einem Punkt gelangt, wo es mir so schlecht ging, dass ich wirklich darüber nachgedacht habe, Sterbehilfe zu beantragen. Am Ende des fünften Zyklus war ich sogar kurz davor abzuhauen, weil ich nachts einmal ist der Venenzugang hat sich gelöst und ich habe sehr viel Blut verloren. Es ist einfach eine unangenehme Situation gewesen, die entstanden ist nachts im Krankenhausaufenthalt. Und da war ich wirklich kurz davor auch abzuhauen, da wollte ich nicht mehr. Aber ich hatte die Motivation, komm, ich habe den fünften Zyklus fast geschafft. Und einen Zyklus habe ich noch und dann habe ich es endlich hinter mir, dann bin ich gesund. Das war meine Einstellung. Und dann habe ich am Ende des fünften Zyklus ein Gespräch gehabt mit dem Oberarzt und da kam dann die, sag ich mal so, die Vorschläge von der Konferenz, die dann wieder kurz vorher stattfand, wo man über mich gesprochen hat, dass ich statt 6 Zyklen 12 Zyklen machen soll. Und das war für mich ein Schlag ins Gesicht. Mhm. Also ich war kurz vorm Ende und wusste gar nicht mehr, wie ich den fünften Zyklus überstehen soll und wusste, ich habe dann noch den 6. Zyklus. Und dann genau das Doppelte noch. Also ich hatte noch nicht einmal die Hälfte plötzlich. Und ich war vorher noch in der Motivation mit voller Kraft, das Letzte an Energie zu bündeln, um überhaupt das zu überstehen. Und dann kam halt diese Mitteilung, dass ich da 12 Zyklen machen soll, aus Sicherheitsgründen, damit das wirklich weggeht. Da habe ich mich auch sehr schlecht gefühlt. Was war deine Motivation, diese Chemotherapie bis zum fünften Zyklus erstmal durchzuhalten, obwohl es dir so schlecht ging? Also wer oder was war der Grund, warum du so weitergemacht hast? Weil ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht hätten Menschen vorher schon aufgegeben. Ja, ich habe Menschen um mich herum gehabt, dafür bin ich dankbar. Ich war damals in einer Beziehung und auch meine Familie, die mich begleitet haben, die mich immer wieder regelmäßig besucht haben. Mhm. Und das war meine Motivation, weil ich auch leben wollte vor allem. Und ich nicht eingesehen habe,
dass ich so jung bin und dann eine Krankheit kriegen soll und das nicht einfach überstehen kann. Und ich habe sehr starke Motivation gehabt, weiterzuleben und meine eigene Vision gehabt natürlich auch. Damals war ich eine Ausbildung bei der zweiten Erkrankung als Industriemechaniker, da weiterzumachen und mir ein Leben, ein schönes Leben aufzubauen. Und da war für mich eine Erkrankung schon gar nicht, das war, kam für mich nicht in Frage, dass ich da dann scheitere. Da war mir klar, ich will leben. Wie ist deine Familie und deine Freundin damals mit der Situation umgegangen? Wie schwierig war das für sie? Das war sehr schwer für alle. Also meine Familie, auch meine Eltern, da gab es immer wieder die Vorwürfe an sich selbst. Also meine Eltern haben sich gefragt, warum jetzt das zweite Mal? Haben wir irgendwas falsch gemacht? Haben wir, also da hast du gesehen, ganz klar, meine Eltern haben so sich selber irgendwo auch Schuld gegeben, weil sie sich gefragt haben, so, warum wird er jetzt krank? So, das zum zweiten Mal und dann auch noch so eine Diagnose. Und für meine Freundin damals war das auch nicht einfach. Also es war für niemanden einfach. So, ich würde sogar behaupten, dass ich besser damit umgegangen bin als meine eigene Mutter. Kann ich mir gut vorstellen. Das ist, glaube ich, immer für Außenstehende sehr schwer. Weil das ist ja noch, also das ist ja richtig in der Ohnmacht. Du siehst, glaube ich, wie der andere leidet, du kannst nicht helfen groß. Und ja. Und ja, du hattest dann das Glück, hast du mir erzählt, dass du auf ein Video gestoßen bist, was dann damals komplett die Therapie verändert hat oder auch den, deinen Heilungsverlauf. Wie bist du auf ganzheitliche Maßnahmen gestoßen? Ja, das war sehr, sehr spannend. Also ich war nach dem fünften Zyklus, habe ich ja gerade gesagt, ging es mir sehr, sehr schlecht. Und ich habe mich auch informiert, in Deutschland gibt es keine Sterbehilfe. Also ich war wirklich an einem Punkt, wo ich darüber nachgedacht habe und schon im Internet recherchiert habe, wie komme ich an Sterbehilfe. Und da bin ich auch schon auf Holland gestoßen. Habe mich aber nicht getraut, da tiefengründig irgendwo mich anzumelden und wirklich da was zu tun. Es war also in den Gedanken und ich habe schon ein bisschen geguckt, was gibt es da, wo kann man das machen. Also ich habe mich aufgegeben. Ich war wirklich so kurz davor, sterben zu wollen. Ich wollte nicht mehr leben, weil der Schmerz und das, was ich erlebt habe, dieses Gefühl von Kontrolllosigkeit, war so schrecklich, dass ich wirklich lieber sterben wollte. Und ich war dann zwischen dem fünften und sechsten Zyklus dann auch zu Hause, hatte meine 2 Wochen Ruhe. Einen Tag, nachdem ich quasi im fünften Zyklus fertig war, lag im Bett und war völlig neben der Spur und habe dann ein bisschen bei Facebook runtergescrollt und ja, und dann bin ich auf dieses Video gestoßen mit dem Titel Krebs in wenigen Wochen heilbar. Und ich dachte mir natürlich erstmal, was für ein Scheiß, das kann natürlich gar nicht sein. Aber gleichzeitig war ich in einer Situation, wo ich so viel gelitten habe und wirklich monatelang im Krankenhaus war und das Laufen zweimal neu lernen musste. Und dann dachte ich mir, komm, ich guck da mal kurz drauf. Und ich gehöre zu den Menschen, oder habe damals zu den Menschen gehört, die sich ungern Videos angeschaut haben. Vor allem auf YouTube, diese Informationsvideos, die zum Beispiel eine Minute gingen, habe ich mir ungern. Ich habe mir wirklich nur Musikvideos angeschaut. Und dieses Video ging dann auch noch über 3 Stunden. Und für mich kam das eigentlich gar nicht in Frage. Aber auf der anderen Seite hatte ich auch so einen Punkt, wo ich mir dachte, der Schmerz ist so groß. Dieser Titel war so provokativ, jetzt nicht drauf zu schauen, wäre irgendwie auch unnötig. Und ich bin dankbar, ich habe mir das angeschaut. Und ich wollte eigentlich noch nicht mal eine Minute mir das Video anschauen. Das war mein Gedanke. Also ich war total abgeneigt, weil ich gesehen habe, wie lang das Video geht. Ja, und es war so spannend, es hat mich so mitgerissen, die Information, dass ich mir das Video komplett angeschaut habe, über 3,5 Stunden. Und ich habe es mir am nächsten Tag nochmal angeschaut, komplett, und mir sogar einen Blog daneben gehabt und Sachen aufgeschrieben. Und angefangen, richtig intensiv zu forschen. Dafür bin ich vom Herzen dankbar. Das Video, von Dr. Leonard Kolbe. Richtig. Welche ganzheitlichen Maßnahmen hat er da so genannt, die du dann auch umgesetzt hast in deiner Heilung? Ja, ganz wichtig, die Konflikte. Das heißt, die Psyche, selbst zu reflektieren und zu schauen, was genau stresst dich, was hast du für Konflikte. Und diese Konflikte zu erkennen und aufzulösen. Und das war das Erste, was du gemacht hast? Das war das Erste und das Wichtigste vor allem. Weil Stress ist der größte Energiefresser. Ja. Was war dein Konflikt damals? Ich habe damals ein Doppelleben geführt. Ich habe damals gelogen, meine Eltern angelogen. Ich bin in einer religiösen Familie aufgewachsen. Also ist muslimisch, oder? Muslimisch, richtig. Genau. Und nicht sehr frei, sondern sehr streng muslimisch, das mir beigebracht wurde.
darfst keine Freundin haben, bevor du heiratest. Erst heiraten und dann fängt Liebe an. Und ich habe große Angst gehabt, meinen Eltern das zu sagen, dass ich in einer Beziehung war und mich verliebt habe. Und habe dann quasi aus Schutz vor der Angst, dass ich abgestoßen werden könnte, was im Nachhinein total irrsinnig war, dass das gar nicht erzählt und ständig meine Eltern angelogen, weil ich ja mit meiner Freundin damals war. Mhm. Und das hat mich in eine Situation gebracht, wo ich dann ein Doppelleben geführt habe. Und das war mein Stressfaktor. Und als ich das verstanden habe, bin ich ganzheitlich vorgegangen. Aber vor allem an erster Stelle, weil ich wusste, Stress ist der größte Energiefresser, löse ich meine Konflikte. Und das war mein Hauptkonflikt. Das heißt, ich habe meine Mutter aufgesucht und habe mit ihr ein vernünftiges Gespräch geführt. Es war kein einfaches Gespräch, aber ich habe dieses Gespräch geführt und ich habe mich nach diesem und während diesem Gespräch schon seelisch gefühlt 30, 40 Kilo leichter gefühlt. Und ich wusste sofort, wow, das stimmt. Das ist das tatsächlich. Also deine Eltern haben, du hast eine Annahme getroffen eigentlich. Du hast die Annahme getroffen, du kannst es deinen Eltern nicht sagen, aufgrund deiner streng religiösen Erziehung. Und aufgrund, ich glaube, du hast mir auch erzählt, deine Eltern hatten die Vorstellung, dass du eine Iranerin heiratest. Ja, Irak. Und eine Irakerin heiratest und sie auch diese Religion hat. Und das war ja, deine Freundin war ja deutsch, glaube ich. Richtig. Du hast ja die Annahme getroffen, dass es wie ein Schlag ins Gesicht für deine Eltern wäre, oder? Dass so, dass da dann Konflikte entstehen dadurch. Aber es war ja dann im Endeffekt gar nicht so, oder? Also du und deine Eltern konnten es ja dann doch akzeptieren. Also das war das, was du auf jeden Fall erstmal gemacht hast, oder? Genau. Diese Konfliktlösung. Und dann gab es bestimmt auch noch andere ganzheitliche Maßnahmen, die angesprochen wurden im Video. Richtig. Welche hast du noch umgesetzt? Ja, ich habe sehr vieles umgesetzt und ich habe angefangen, ganz, ganz wichtig an erster Stelle, Eigenverantwortung zu übernehmen. Eigenverantwortung für mein eigenes Leben. Zu verstehen, dass ich für meine Gesundheit verantwortlich bin. Und da habe ich angefangen zu forschen, ganzheitlich verschiedene Sachen anzuschauen und für mich individuell für meine Heilung zu schauen, was tut mir gut. Mhm. Und ich habe ganzheitliche Naturheilverfahren angewendet. Also von der Einstellung, Mindset, Glaube, dass ich angefangen habe, mir selber zu vertrauen, dass ich innerlich zu mir gegangen bin und darüber nachgedacht habe, wie kam es dazu, dass ich nicht aus mir selber gewachsen bin, dass ich erst daraus lernen sollte, also quasi Krebs als Weckruf zu betrachten, als Weckruf dafür, dass ich etwas verändern soll. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig anzunehmen, dass der Krebs da ist, dass es die Krankheit gibt im eigenen Körper und sie nicht weghaben zu wollen. Also natürlich, also es klingt jetzt vielleicht doof, natürlich ist es so, dass wir Angst bekommen, super viel Angst und gegen diese Krankheit ankämpfen, statt mit unserem Körper zusammenzuarbeiten. Ich glaube, ganz wichtig, einfach anzunehmen, die ist da und es hat einen Grund, warum der Krebs da ist. Irgendwas ist aus der Balance, irgendwas ist hier nicht mehr richtig gerade und dann liebevoll damit umzugehen und zu sagen, du bist da, das ist jetzt gerade okay, aber ich möchte, dass mein Körper wieder gesund wird. Und wenn ich glaube, wenn man annimmt, dann kann man verändern, dann hat man die Macht zu verändern, oder? Richtig. Das ist vollkommen richtig, so sehe ich das auch. Es ist nämlich ganz wichtig, das zu akzeptieren, zu respektieren und anzunehmen, so wie du sagst. Und heute begleite ich auch Menschen und ich sage den Menschen auch ganz klar, du kämpfst nicht gegen Krebs. Wenn du gegen deinen eigenen Körper kämpfst, dann stirbst du. Es ist ganz wichtig, das zu akzeptieren, zu respektieren und vor allem aufzulösen. Und dann kommt der Körper auch wieder in seine Schwingung, in seine richtige Laufbahn. Und dann lösen sich die Krebszellen genauso wieder auf, wie sie gekommen sind. Und dann hast du andere ganzheitliche Maßnahmen auch noch durchgeführt. Also wir haben jetzt ganz viel über das Seelische gesprochen, ganz viel über das Mindset. Das heißt erstmal zu schauen, welche Konflikte sind in mir und sich die auch einzugestehen und auch zu sagen, die dürfen auch da sein. Also Konflikte an sich sind nichts Schlechtes. Konflikte sind da, wir sind menschliche Wesen, soziale Wesen und wir machen alle auch traumatische Erfahrungen in unserem Leben und ich glaube, das ist völlig okay und wir müssen dem gar keine Bewertung geben, Konflikten allgemein, auch innerlichen Konflikten. Also erstmal die aufzulösen, anzuerkennen, dass sie da sind, aufzulösen, zu heilen, dann das Mindset zu ändern in Bezug auf die Krankheit und dann gibt es ja aber auch wirklich noch
andere Maßnahmen, die man ergreifen kann. Was hast du da noch gemacht? Also ja, vor allem auch körperlich. Körperlich vor allem meine Ernährung. Ja. Ich habe meine Ernährung ganzheitlich umgestellt, also auch sofort vom Tag 1. Mir war nämlich sehr bewusst und sehr klar, ab jetzt darf ich vieles verändern. Ab jetzt darf ich meinen Körper, meine Seele und meinen Geist ganzheitlich verstehen und ich habe das Beste verdient. Mhm. Also warum soll ich mir nicht das Beste zufügen? Was hast, auf wie hast du deine Ernährung umgestellt, genau? Auf hochwertig, frisch und pflanzlich. Also bewusst vegan, ich sage extra bewusst vegan, weil vegan heißt nicht gleich gesund. Mhm. Also industriellen Zucker, industrielle Lebensmittel, alles weggelassen. Habe mich rein pflanzlich, hochwertig ernährt, auch überwiegend zu 90-95% nur vom Bioladen eingekauft, mhm, und geschaut, dass es unverarbeitet ist. Und viel Rohkost hast du gesagt? Sehr, sehr viel, ja. Rohkost, ja. Also über 50% war immer Rohkost, an einigen Tagen sogar 100%. Und habe das da instinktiv gemacht, nicht dogmatisch, weil das ist ebenfalls sehr wichtig. Mhm. Dass das Ganze instinktiv ist, dass das Ganze mit Spaß, als Lernaufgabe und als, ja, mit Liebe und Harmonie gemacht wird. Mhm. Weil wenn da Dogmen reinkommen, das erlebe ich auch mit Menschen, die ich begleite, die machen sehr vieles und quälen sich, dann kommen die zu mir und verstehen erst dann, dass das gar nicht irgendeine qualvolle Methode sein soll, irgendwelche Supplements oder was auch immer zu machen, sondern das Ganze mit Liebe und Spaß, mhm, und als Lernaufgabe zu betrachten, das ist wichtig. Und dann hast du, glaube ich, noch ein paar andere Sachen gemacht, oder? Also ich weiß noch, dass du dieses, dass du Natron genommen hast, glaube ich, Kaisernatron in Verbindung mit Ahornsirup. Genau, ich habe mir Natron vom Bioladen auch nur geholt. Also Natron und Ahornsirup, genau. Das ist eine Methode, die sehr interessant und spannend ist. Wir wissen ja, Natron. Krebs entsteht durch Energiemangel, mhm, aber Krebs ernährt sich auch von Zucker. Mhm. Und Natron und Ahornsirup ist ein sehr schönes Naturverfahren, auch ein sehr starkes Naturverfahren, weil Natron ist sehr alkalisch und wirkt sehr basisch auf unseren, ja, Organismus. Mhm. Und das Ahornsirup ist sehr zuckerhaltig. Ja. Und das Ganze natürlich vor der ersten großen Mahlzeit zu machen, weil der Zuckerspiegel sehr tief ist, habe ich das dann wie folgt gemacht, dass ich einen halben Teelöffel Natron mit 2 bis 3 Esslöffel Ahornsirup in der Pfanne für 2 bis höchstens 5 Minuten erhitzt habe. Also wirklich nur kurz, dass es ein bisschen aufschäumt, ein bisschen Bläschen entstehen, mhm, und dass es gerade ein bisschen heiß wird. Schmeckt nicht lecker. Aus welchem Grund hast du es erhitzt? Aus dem Grund, weil das beides zusammen besser verbacken wird, also, ja, zu eins. Deswegen habe ich das erhitzt. Und als Naturverfahren, weil du dann, wenn du es oral einnimmst, Krebszellen vorhanden sein könnten oder auch vorbeugen kann man das als Kur machen, das einfach zu sich zu nehmen und wenn dann Krebszellen und Tumorzellen da sind, weil das ja verbacken ist quasi, das wird ja zu eins, mhm, dann nimmt es das auf. Und die Krebszelle nimmt das, genau, dankbar auf erstmal, weil sie denkt, richtig, das ist Zucker, das ist Nahrung, richtig, kann ich mich vermehren, aber ja dann wirklich wird sie zerstört dadurch, dass sich, oder eher aufgelöst. Sie wird aufgelöst. Sie wird transformiert. Zerstört. Richtig, da gibt es keinen Prozess. Transformiert, genau. Einfach, man sagt eben, dass Krebs, je nachdem, welche Art von Krebs eigentlich auch fast nur entstehen kann, nicht bei allen Krebsarten, aber wenn du ein saures Milieu im Körper hast. Also wir sind leicht basisch in unserem Körper vom pH-Wert und wenn wir durch Stress, durch Sauerstoffmangel, durch schlechte Ernährung und so weiter, durch einen einfach allgemein sehr ungesunden Lebensstil, kommt unser Körper so in seinem aus dem Gleichgewicht ins saure Milieu und das müssen wir durch die Ernährung und auch unseren den Wandel des Lebensstils wieder drumstellen und dann hat Krebs und allgemein andere Krankheiten eigentlich kaum eine Chance. Es hat keine Chance, ja, weil in dem Moment, wo dein Körper in einem basischen Milieu ist oder du anfängst deinen Körper wieder in ein basisches Milieu zu bringen und dich zum Beispiel basisch ernährst, basisch ist ja sogar noch effektiver als nur vegan. Mhm, und genau. In dem Moment, wo dein Körper in ein basisches Milieu gerät, kann eine Krebszelle gar nicht mehr weiter wachsen. Ja. Das heißt, du stoppst sofort den Wachstum. Und die löst sich natürlich genauso auf. Ja. Und das ist sehr spannend zu beobachten. Genau, also du hast die Ernährung gestellt, du hast das gemerkt. Gab es irgendwelche Supplements, die du genommen hast? Ja, also ich würde nicht direkt Supplements sagen. Worauf ich geachtet habe, sind das, dass es einzelne natürliche Komponenten sind. Deswegen für mich zählt das mehr als Nahrung und weniger, mhm, als Supplementierung. Und so Sachen wie Gerstengras, mhm, Chlorella, Spirulina, mhm, Weizengras, Moringa, Matcha. So also ganz Wildkräuter, viel Chlorophyll, oder? Ja, genau, chlorophyllhaltige Lebensmittel vor allem, weil Chlorophyll für unseren Sauerstofftransport zuständig, ja, ist, genau, und unseren Körper sehr begleitet. Ja. Sauerstoff ist das Wichtigste, was wir, ja, zu uns führen. Hast du die Sauerstofftherapie damals gemacht? Richtig, ich habe Sauerstofftherapie gemacht, Wassertherapie. Ja. Also eine ganzheitliche, natürliche, wirklich natürliche Immuntherapie. Ja.
Und du hast die Chemo ja abgebrochen nach dem 5. Zyklus, ist richtig. Das richtig? Nachdem du das Video gesehen hast. Richtig. Hast du dich entschlossen, dich abzubrechen. Wie haben die Ärzte da reagiert? Ja, also bei mir persönlich sind sie locker gewesen. Also ich begleite auch Menschen jetzt mit unterschiedlichen Diagnosen und da kriege ich Sachen mit, wo die sehr, sehr aggressiv vorgehen. Mhm. Aber bei mir persönlich haben die das, die haben nichts davon gehalten. Aber die haben es akzeptiert und ich weiß auch warum, weil sie gefühlt haben, in welcher Verantwortung ich gekommen bin. Mhm. Dass ich der festen Überzeugung bin, dass Gesundheit ganz anders funktioniert, als es uns beigebracht wurde. Und deswegen gab es da auch keinen großartigen Kampf, sondern die haben mich in Ruhe gelassen. Die haben mich in Ruhe gelassen und gesagt, wir empfehlen ihnen, die Chemo weiterzuführen, aber sie sind nicht minderjährig, sie entscheiden das selbst. Und ich bin dankbar dafür. Es geht dir wieder gut, wie man sieht. Also du sitzt hier, du bist jetzt 25 Jahre alt? 25 geworden. 25, du bist also seit, man kann sagen, du bist geheilt, oder? Also weil man sagt ja so, nach 5 Jahren krebsfrei ist man geheilt. Ja, dankbar. Also ich habe mich bereits nach einer Woche vernünftig umstellen. Für mich war das auch kein Zwang, kein Stress, sondern ich bin dankbar gewesen, dass ich verstanden habe, wie Gesundheit funktioniert und habe das auch sehr zielstrebig umgesetzt, ganzheitlich. Mhm. Und ich habe mich nach einer Woche schon wie ein neuer Mensch gefühlt. Glaube ich dir. Ich sag mal so, ich habe auch noch 2 Jahre später, als ich mal bei verschiedenen Wasserkurfasten, die ich selber oder Saftfasten, die ich selber umgesetzt habe, gemerkt, dass beim Urin dann noch ein bisschen gefühlt Restchemo rauskam. Also geheilt würde ich nicht sagen nach einer Woche, aber ich habe mich nach einer Woche schon wie ein neuer Mensch gefühlt und bin auch in mein Wohlbefinden wieder zurückgekommen. Und da bin ich von Herzen dankbar. Du hattest ja auch davor einen sehr, sehr ungesunden Lebensstil, hast du gesagt. Das heißt, du hattest doch gesagt, dass du Übergewicht hattest, oder? Ja. Du brauchtest Energy Drinks, schlechte Ernährung. Viel tierisch hast du gegessen, glaube ich. Ja, fast nur tierisch. Fast nur tierisch. Und jetzt einen kompletten Wandel, Lebenswandel in Bezug auf deine Gesundheit hast du durchlebt. Aber ich glaube, der Krebs hat dir auch sonst ganz, ganz viel gegeben, oder? In deinem Leben. Was hast du daraus mitnehmen können und was würdest du Menschen, die Krebs haben, ans Herz legen? Was würdest du denen sagen? Ja, ich würde von ganzem Herzen an erster Stelle sagen, glaubst du, du hast das beste Fett? Um zu schauen, dass der Mensch wieder an seine Energie kommt. Also ganz klar, meine Lernaufgabe war, und wenn ich jetzt rückblickend ganz ehrlich zu mir selbst bin, es war eine Frage der Zeit, bis ich krank geworden bin. Mein Lebensstil war eine Katastrophe. Ich habe mich überhaupt nicht selbst geschätzt. Und ich lege jedem Menschen, ich wirklich jedem Menschen ans Herz, sich selber anzufangen zu lieben, zu hinterfragen, was instinktiv gut für einen persönlich ist. Und vor allem, wenn so eine Diagnose da ist, an erster Stelle nicht in Panik zu geraten. Weil das ist das, was sehr gefährlich ist, wenn die Leute Angst bekommen und aus ihrem Gleichgewicht noch mehr geraten. Weil Angst lähmt uns, lässt uns gar nicht klar denken. Ängste sind sehr gut vertreten, gerade bei solchen Diagnosen, wo man dann vorher durch Gesellschaft und Schule, aber auch durch Ärzte gelernt hat, dass diese Krankheit angeblich unheilbar ist. Ja. Und da ich sehr viele Menschen begleite mit verschiedenen Krebsdiagnosen, kann ich von ganzem Herzen sagen, das Wichtigste ist, entspannt zu sein. Ja. Entspannt zu sein, sich ganzheitlich zu informieren, zu recherchieren auf eigene Verantwortung und dann zu schauen, was einem persönlich anspricht und dann umzusetzen. Liebevoll und vor allem mit dem Glauben und auch mit dem Herzenswunsch, dass man gesund sein will und dass man gesund wird. Die Entscheidung ist ganz wichtig. Ja. Ich werde gesund. Ich werde Wege finden, um gesund zu sein. Ich habe es verdient. Das Beste verdient. Und deswegen will ich das Beste aus mir machen. Ich glaube, es ist auch eben wichtig, sich ganzheitlich zu informieren. Es ist ja nicht so, dass ganzheitliche Heilung oder ganzheitliche Heilungsmaßnahmen die Chemotherapie automatisch ausschließen. Also man kann sich ja auch für beides entscheiden. Das Problem ist einfach, was ich so ein bisschen sehe in der Schulmedizin noch, ist, dass sehr schnell agiert wird, sehr schnell Angst gemacht wird und eben dann auch viel durch Operationen weggeschnitten wird, was eigentlich gebraucht wird, also vom Körper. Also unser Körper ist eine Einheit zusammen mit unserer Seele und es gibt einen Grund für den Sitz jedes Organs und für jedes Organ eine Funktion und ich glaube, es ist sehr schwierig für den Körper, der schon so aus dem Gleichgewicht ist, wenn dann weggeschnitten wird. Aus schulmedizinischer Sicht macht das natürlich Sinn, aus ganzheitlicher Sicht nicht immer. Richtig. Und deswegen erstmal wirklich Ruhe bewahren und sich wirklich informieren ganzheitlich und die Zeit sich nehmen.
Weil es gibt viele Menschen, die haben Krebs und die leben Jahre noch damit weiter, bevor sie überhaupt die erste Maßnahme ergriffen haben. Also ich glaube, erstmal, auch wenn das ganz, ganz schwierig ist, glaube ich, weil da in die Panik packt und die Angst packt und Familienmitglieder Angst bekommen. Ich glaube, das ist ein ganz schlimmer Moment, aber es als Chance zu sehen. Als Chance zu sehen, jetzt etwas zu verändern, oder? Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Ja, okay. Sehr, sehr schön. Ich danke dir für deine Geschichte. Ich danke dir und auch dem Universum, dass du hier bist. Ich danke... Jedenfalls sehr dankbar. Ja, auch, dass du das alles erleben durftest, um das jetzt teilen zu können, um Menschen helfen zu können, heraushelfen zu können und aus der Ohnmacht auch rauszukommen. Und ja, ich hoffe, ja, dass du noch ganz, ganz vielen Menschen auf ihrem Weg zur Heilung begleiten wirst und ihnen helfen wirst, wieder in ihre Kraft zu kommen. Das dafür bin ich sehr dankbar. Ja, danke dir auch. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr die gerne unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas wissen möchtet. Ansonsten, du hast noch eine Website und einen YouTube-Channel. Richtig. Genau, Bewusst Leben mit Yasin hast die Website. Da könnt ihr auch sein E-Book erwerben. Er hat ein E-Book über diese ganze Sache geschrieben. Er bietet auch Coachings an. Also wenn ihr wirklich direkt betroffen seid, wenn ihr krank seid. Es muss nicht nur Krebs sein, es kann auch was anderes sein. Ihr könnt euch mit ihm in Verbindung setzen und euch von ihm coachen lassen. Ihr zahlt einmalig und dann habt ihr weiterhin kostenlose Beratung. Ist das richtig? Richtig. Man kann direkt weiterhin persönlich mit mir in Kontakt bleiben. Ich begleite da zur Genesung. Genau, da könnt ihr mal draufschauen auf die Website. Ich habe da auch mein E-Book, was ich verkaufe, über intuitives Essen und allgemein pflanzliche Ernährung. Über deine Website darf ich das verkaufen, da bin ich auch sehr dankbar dafür. Ja, genau. Und sonst der YouTube-Channel wäre Coconut Spirit. Und es würde uns freuen, wenn ihr einmal einen Daumen nach oben da lasst. Es ist schon sehr dunkel jetzt, deswegen müssen wir jetzt abbrechen. Vielen Dank fürs Anschauen. Dankeschön. Ciao. Ciao.